Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welt. Mit dabei ist der Gimli. Wo ist er? Da ist er. Als ob du das nimmst. Hä, das nehme ich. Aber sowas von. Okay. Gut, lass mich hier direkt zu dem Baum gehen. Mach den oberen Block. Mach den unteren Block. Alter. Unser System! Alter, da ist ein Samen durchs Bild. Ey, das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 1. Samen durchs Bild fliegen? Hä, lol? Das wäre jetzt gerade richtig schön. Alter, da hinten tötet einer, da hinten tötet ja, einer. Ja, gib mir doch das Holz, du Opfer. Hier. hier, bitteschön. Komm, lass mal auf Spieler gehen, da vorne. Komm. Okay, danke. Komm, wir machen das einfach, wir sind richtig... Warte, der hat schon jemanden getötet, wir müssen aufpassen. Ja, oh meine Güte. Der ist im Blutrausch. Der hat Regeneration. Alter, stell dir vor, das gibt... Lol, da holen sich welche Waffen. Fuck. Lass mal die... hängen geblieben. Pass auf, hier kommt einer. Oh, ersten. Alter, Venicraft 2.0, ne? Ich hab einen. Ich hab den nächsten. Oh, ich bin fast tot. Okay, komm zu mir. Fuck, meine Lebensanzeige vom Texture Pack ist... Achtung, hinter dir! Alter, ich muss ganz kurz das Texture Pack ändern. Mann, was musst du? Aber da hinten stehen Leute und ich hab kein Essen. Ja, dann komm mit mir. Und regeneriere nicht. Nein, da kommen Leute! Andere Richtung! Andere Richtung! Lauf. Ich muss laufen. Ja, ich auch. Scheiße, ich hab nicht mehr genug Essen. Ich muss kämpfen, nicht. Helf mir. Er wird mir Essen hin. Er wirft. Ich hab ihn getötet. Helf mir. Pain, warte. Triple. Ich bin tot. Triple. Okay, wir sind zur nächsten Runde. Bis gleich. So, damit kommen wir zurück zur nächsten Runde. Alter, wir haben noch 20 Sekunden. Was willst du denn in 20 Sekunden sagen? Jo, Leute, was geht bei dir so ab, Gimli? Halt deine Fresse. Abgehoben, aber richtig. Oh, ich darf wieder so viel lachen, da musst du wieder so viel schneiden. Nein, oder? Nicht wieder so eine Folge, wo sich der Bildschirm einfach die ganze Zeit dreht. Ja, übertreib halt. Wie so ein richtiger Spasti, ey. So. Tja, Pain, du hast gelitten heute. Du hast heute richtig gelitten. Aha. Sollen wir schon mal einen Baum oder so? Ja, komm, wir laufen erstmal ein bisschen weg, sonst stirbst du sowieso wieder halt. Weißt hey, du bist vor mir gestorben, du Räudiger. Ich hab zwei Leute getenhartet, ja? Ich hab auch zwei Leute getötet. Ich hab sogar drei insgesamt getötet, aber zwei davon habe ich getenhartet. Oh ja, und den letzten nicht. Hättest du den mal getan hat? Komm hier, bau mal ab hier. Ja, geh doch von unten, du Honk. Was machst ich du denn? Ich dachte, du meintest so, ja, bau mal hier von oben ab und dann machst du da weiter. Hä, nein. So. Baust du weiter ab? Sehr gut. Ja. Weh, ich fall jetzt hier runter. Hallo, Pain. Gib mir Holz. Ja, liegt da, ist da. Funktioniert das? Ich habe noch nichts aufgesammelt. Musst du so machen. Da hinten sind welche. Okay, komm, lauf. Nee, das ist nur einer, glaube ich. Echt? Okay. Mach mal Schwert, den töten wir. Den Flo. Den Flo? Ich beobachte ihn durch die Wand. Alles klar. Kann auch sein, dass der andere das hier, bitteschön. Dann grab ich mich mal kurz schon mal ein und hol... Ich geh mal kurz mach mal kurz Lucky, ne? Und dann stirbst du wieder, wie sonst immer. Der steht da, AFK. Ja, okay, komm. Also nicht AFK, der craftet. Boah, das war jetzt aber schon... Hast du gesehen, wie ich unter dem Baumstamm die Crits gemacht habe? Krank, oder? Ja. Man könnte meinen, ich wäre PvP-Pro. Ich habe eine Hacke. Nein. Oder? Das ist eine Schaufel. Lass mal Feld anbauen. Ich muss essen. Ja, ich auch. Ey, wir finden gar nichts an Essen. Ich habe ein Schweinefleisch, aber... Ja, ist erstmal nichts, ne? War das jetzt auf hart oder wie war das? Oh, das weiß ich nicht. Oh, Der Day... Oh, hier ist die Border, also lass mal lieber zurückgehen. So. Das ist voll das schöne Biom. Voll so Eisberge und so. Achso, da hinten. Was heißt neu? Da vorne sind Kühe und Bunnies und so. Oh, sehr geil. So. Weißt du, worauf ich mich freue? Worauf? Auf das neue Minecraft-Update. Ja, bist mit du einer der, Schwert und Schild. Bist du einer der wenigen Leute, die das feiern? Ich werde das so richtig hart feiern, ohne Witz. Die sind Harald Huhns. Kennst du das Spiel Chivapchichi? Nee. Das ist so ein Mittelalter-Spiel. So Mittelalter-Shooter ist wie Minecraft PvP, nur in brutal. Okay. Das heißt auch eigentlich nicht Chivapchichi, aber diesen Namen kann man nicht aussprechen. Da ist ein Spieler, komm zu mir, bitte, schnell. Ich kann nicht sprinten. Warte, soll ich mit dem Team machen und dann kill ich den? Nee, lass ihn einfach so töten. Nein, lass mal so tun, als ob doch, wir... Doch. Guck mal, dann wieder... Hey, ich hab nichts zu essen. Ja, ich auch nicht. Doch, lass mal braten. Hast du genug Steine? Der läuft jetzt eh weg.
Er hat ein Steinschwert. Aber der ist alleine. Wir könnten uns Suppen machen. Wir könnten uns aus Supes machen, ne? So, ja, ist ja, ich habe einen roten Pilz. Da oben war gerade einer. Oder? Da ist irgendwas gerade. Komm, wir gehen ein bisschen mehr in Sicherheit hier. Ja, hier ist ein bisschen risky. Komm hier mal ein bisschen sneaken und so. Sonst baue ich erstmal ein bisschen. Ich hol mal Pilze, ne? Ich bin jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Alles klar. Weg. Alter. Illuminatenauge, bitte. Beschütze mich. Gib ihm Kraft. So. Kraft? Mediakraft? Was? Oh, was? Pain ist bei Mediakraft? Hä? Weißt du, wen ich heute gesehen habe? Krachten? Christoph Krachten. Nee. Ohne Witz. Also ich glaube es. Er sah auf jeden Fall stark danach aus, aber... Hä? Hat er graue Haare? Ja. Okay. Deswegen. Deswegen. War eigentlich irgendein grauhaariger alter Mann und ich dachte... Jo, Krachten, was geht? Was wollen die von mir? Ich war letztens beim Rewe. War ich auf dem Weg zur Fachhochschule, weil ich bin jetzt offiziell ein Student. Und dann bin ich in Rewe gegangen, dann war total verwirrt alles, weißt du. Mittlerweile kannst du dann einfach selber quasi die Kasse benutzen. Hä? Ja, dann musst du irgendwie das einscannen und dann musst du das Geld einwerfen und so. Warst du im Rewe hier in wo du wohnst? Alter, du Spast! Schneidest du raus, ne? Wenn ich es nicht vergesse, ne? Aber sag mal, warst du da? Nein, da war das nicht. Der ist doch voll lappenhaft. Aber der ist ganz cool. Auf dem Platz gibt's auch mittlerweile einen Rewe, ne? Ich weiß. Mein Bruder wohnt da. Okay. Also im Rewe wohnt er. Ach so, okay. Wir müssen übrigens jetzt noch sagen, Aldi plus Netto. Edeka Hit. Obwohl Rewe ist ja kein Discounter und du hast direkt mit Aldi angefangen. Also hast jetzt noch eine Gruppe von Supermärkten reingebracht. Rossmann. Die wir nicht nennen müssen. Jetzt noch Drogerie DM. Kaufhof. Alter, du leckst gerade richtig wie so ein Roboter. Ja, ich weiß. Du bei mir auch. Lol, was ist das? Lol, piep, piep, boop, babiep. Hast du Holz? Hast du Holz? Hast du noch Holz hier? Was? Hinter dir? Okay. Mann, ich gebe ihm all mein Holz und ich will Pilze machen, aber kommen die dazu? Hey, du hast von mir eine Axt bekommen. Echt? Nein. Doch? Ach, ich habe auch ein Steinschwert. Ja. Oh mein Gott. Warte, ich muss mal ein bisschen mitbraten. Alter, ist ein richtiger Roboter. Ja, ich bin schon dabei hier. Alles hey, liegt das an mir oder an dir? Ich glaube am Teams. Warte, ich guck mal kurz. Ah, DDoS-Attacke. Nein, oh DDoS, bitte nicht. Hä? Ich hab... KDoS. Was? KDoS? KDoS-Attacke. Hä, das muss am Teams... Ich weiß es nicht, ey. Und ich muss für Nachhaltigkeit sorgen und Sätze in Pflanzen. Okay. Gib mal Essen, was du hast und so, und Holz. Okay, das... Ich geb dir jetzt nicht wieder mein Holz. Mann, hey, wir... Die Hälfte nice. Warte, ich hol noch mehr Holz. Sehr gut. Ich muss gleich auf jeden Fall essen. Ich mach mir, glaube ich, erstmal eine Pilzsuppe. Ah, ja, mach dir, gönn dir. Damit ich nicht verhungere, sollte das auf... Alter, es leckt einfach so derbe. Was ich sagen wollte, auch noch, bei diesem Rewe, Hauptsache, da hat wohl jemand was Da hat jemand wohl was geklaut, ne? Echt? Und dann stand da überall so die Verkäufer an der Tür und so und haben das beschützt und so. Hier hast du noch Essen. Kann die Polizei auch noch und so. Alter, richtig krass. Wurde jeder kontrolliert, der dann da rausgegangen ist, oder was? Nee. Aber war schon ziemlich krass. Weißt du, was mir mal passiert ist? Ich hatte früher so eine Zahnspange. Alter, das ist richtig AIDS mit dem Leck, ne? Lass mal beide mal Teamspeak neu starten. Okay. Ja, hier kommen mal technische Schwierigkeiten, Leute. Live dabei. So. Alter, ich komme nicht auf den Server. Connected. Doch. Oh, lol. Und unser Server ist down. Als ob. Connected. Okay, das ist eindeutig der Teamspeak. Das ist der Teamspeak. Ja. Das ist der Teamspeak. Man hat es richtig gemerkt, als man gejoint hat. Sollen wir schnell skypen? Nee, dann verändert sich meine Dings-Qualität. Ist aber, glaube ich, mittlerweile wieder okay, ne? Ja, es geht. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte. Ich war mal in so einem Rewe und da hatte ich noch eine Zahnspange damals. Das ist schon 100 Jahre her. Richtig, schon eine Zahnspange.
Ja, und das war so um die Weihnachtszeit rum. Und das war ziemlich genau an Nikolaus. Und dann stand da am Eingang von diesem Rewe so ein Nikolaus-Typ und hat Kinderriegel verteilt. Ja, und dann mit diesem Kinderriegel in den Laden rein, dann irgendwas gekauft, an der Kasse bezahlt, geh dann raus und wegen dieser Zahnspange hat dieser Alarm aktiviert, dieser Klau-Alarm-Gedöns, diese Schranke da. Und dann gucken die mal so, ja, mach, lass mal in die Taschen gucken. Dann war da dieser scheiß Kinderriegel von diesem scheiß Nikolaus drin. Die dachten, ich hätte geklaut. Hast du es erklärt? Ja, meinte so, ja, da vorne der Typ verteilt das. Ach ja, okay, stimmt. Alter, hättest du dann wirklich mitnehmen können, das dann einfach sagen können. Ja, genau. Gehe ich da mit so einem Fernseher raus? Nein, der Nikolaus hat mir den gegeben aus seinem Sack. Okay, das war. Boah, ist irgendwas runtergefallen gerade, oder? Ja. Hast du eine Fledermaus getötet? Nein. Ich glaube, über uns wurde ein Hase getötet oder so. Hä, lass mal sneaken. Ja, ich sneak schon die ganze Zeit. Warte, Nachhaltigkeit. Hey, wir können jetzt auch einfach... Da schon wieder, da, oder hast du einen getötet? Ich hab gerade einen getötet. Da oben war ein Name. Echt? Ich weiß es nicht, okay, ich glaube schon. Ja, okay. Das war ein Grafik. Da hat jemand Erfahrung aufgesammelt, das warst wahrscheinlich du. Ja. Hier sind noch Koks. Und Kürbisse. Also ich wurde bei Skype angeschrieben. Ich habe mich natürlich wieder nicht auf beschäftigt gestellt, dass ich jetzt während der Aufnahme schön wieder angerufen werden kann. So. Du bist einer wegen Leute, die sich nicht 24/7 auf beschäftigt schalten, ne? Nee, ich hasse das. Ich mache das wenn immer nur, wenn es wirklich nötig ist. Und dann vergesse ich das immer auszumachen. Ich gehe hier mal in die Höhle, ne? Ja. Hier oben habe ich meine... Ich hinter dir ist übrigens einer, ne? Ja, du. Oh. Dafür lade ich jetzt extra oft. Mann. Hier ist ein Wolf. Hast du Knochen? Ne. Schade. Ja, ich guck mal auf dieses große Feld hier hinten, ob ich da irgendwas erspähen kann. Ja, ich versuche mal ein paar Dings zu farmen. Ein paar Spinnen. Spinnen, okay. Ich habe hier eine Höhle gefunden. Soll ich dir kurz durchgeben? Ich komme gleich einfach zurück. Aber ich töte hier noch Kühe. Alter, hier sind voll viele Kühe und Schweine. Ja, da fühlt sich gemütlich wohl, ne? So. Ach, hier ist die Border. Alter, ich schlag diese Kuh und die Border, die der Border, geht einfach auf mich zu und die Kuh rennt dahinter. Ja, da ist noch ein Cock. Alter, alles, was jetzt an Tieren hier ist, ist hinter der Border. Hinter dem Border. Wie nennt sich das eigentlich, der, die das Border? Keine Ahnung, verwenden sie auch ja 3000. Alter, hier waren zwei Pfeile, die sind Skelett gestorben. Darkies World nutzt ja auch unterschiedliche Namen, ne? Namen, ne? Namen, ne? Carsten, ne? Musste ich auch die ganze Zeit dran denken. Und nach dem Motto... Ich glaube, deswegen haben wir das auch ja, gesagt. Ja, genau. Weißt du, der macht das extra, weil der weiß, dass ich die Varo-News schaue. Sagt er so. Diamant, ne? Alter! Wahrscheinlich so. Meine Eltern sitzen noch im Wohnzimmer. Ich glaube, die denken, ich bin behindert. Mann, ey, das darf man jetzt nicht mehr nach dem Video von Ungespielt sagen. Hä, was hat der denn gemacht wieder? Hast du das nicht gesehen? Was denn? Den Thementalk über Behinderung mit Mr. Trashpack. Weil Mr. Trashpack hat eine Behinderung. Was denn? Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Witziges ein. Bei Behinderung sind labert nicht witzig, Leute. Trash, bist du das? Hä, Noll, das war der Hund. Bestimmt, wo bist du jetzt bestimmt eigentlich? Hat ein Hund eben die Sachen runtergekickt. Oh, du bist online in Skype, geil. Denn Gimli Spinne. Heißt in Skype. Gimli. Ja. Wie geht das hier? Spawn, schreibt einer. Wir sollten langsam echt mal Eisen farmen, oder? Ja, komm mal zu mir wieder. Ja, wo bist du? Ja, du bist einfach verschwunden. Zurückgegangen? Ja. Bist du eher zurückgegangen, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Hund auf dem Baum. War das der, den du eben gesehen hattest? Nee, hier sind 3000 Hunde. Komm mal wieder zu der Stelle, wo wir uns eben runtergegraben haben. Da graben wir uns einfach weiter runter. Okay. Also wo wir uns in den Berg da verpisst haben. So. Ich müsste jetzt, ja, das ist hier. Ich hab's wieder gefunden. Ah, meine Beine. Ich muss essen, du musst mir was von dem gebratenen Fleisch geben. Hi. Schnell. Da.
hast du. Gönn dir. Ich hab noch voll viel rohes Fleisch. Ja, wir machen uns, gleich unten ein Dings. Ich brauch noch mehr, ich regge nicht und hab nur 11 Leben. Merci. Also, beaucoup. Jetzt hat ja die Games gemacht. Wann kommt dein Video? Was? Wann kommt das Video? Das Video kommt am Freitag um 15 Uhr. Okay. Jetzt hat ja die Games gemacht. Und, oh. Gehst du kommen? Voll schön ist das so. Gehst du zur Gamescom? Ich habe dieses Jahr keine Zeit und keine Karte. Und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre mit der Bahn, sind da mindestens 500 Gamescom-Plakate. Und wenn ich dann aussteige an meiner Haltestelle, kommen da auch wieder so. Auf dem Weg zur Arbeit sind irgendwie 20 Plakate von der Gamescom. Ich denke mir so, geil. Und ich sehe auch die ganze Zeit Leute in der Bahn. Ich sitze da am Bahnsteig, denke mir so, ja, schön zur Arbeit. Und die anderen sitzen da mit den Gamescom-Karten umgehangen. Wie die richtig räudigen Bastarde. Und auf Twitter, überall, Gamescom da. Es regt mich so auf. Ich will da hin. Vor allen Dingen, was mich richtig aufregt, dass viele YouTuber dann ihren Content nur noch auf Gamescom-Vlogs minimieren. Das hasse ich so derbe, ne? Das ist ja, weil du noch nie da warst. Du warst schon mal da. Nein, ich hasse Menschenansammlungen. Ja, bei Gamescom ist das anders. Deswegen werde ich eher zum Beispiel später, wenn ich dann zum Beispiel durch YouTube da reinkomme, das heißt YouTuber-Pässe, kann ich mich dann halt in so einem Bereich aufhalten, wo halt weniger Leute sind, was ich halt... Ja, da musst du aber viel haben. Ich hatte ja auch schon so Fachbesucher-Gedöns, aber damit kommst du halt nur in so ein Area, wo immer noch viele Leute drin sind, die ganzen Fachbesucher. Oh, aber man hat Ruhe. Es ist ruhiger da. Ich weiß, es klingt jetzt alles sehr abgehoben, ne? Aber ist halt so. Du bist halt abgehoben, ist halt so. Ja. So, ich mache hier mal eben so ein kleines Furnace-Lager auf, ne? Alter, ich habe voll viele Feuersteine. Gut, kannst du mir direkt geben? Ich mache mir direkt einen Bogen. Okay, wo habe ich die jetzt? Oh, voll viele sind 4. Hä? 16 Pfeile, immerhin. Oh, und was mit Feuerzeugen? Nee. Ist irgendwo schon ein Hähnchen am Braten? Nee, aber das hier kann ich mit da rein tun. Da. So, Oh, hier gibt's Hühnchen mit Reis. Leider war der ganz schön heiß. Das Polster umgedreht, die Weste ist weiß. Was? Du leckst so unnormal, das ist unglaublich. So. Wir können das als Star Wars Folge oder so machen. Robotermäßig und so, weil bei Star Wars Roboter und so, ne? Alter, ich überlege gerade echt, ob wir auf Skype wechseln. Lass mal echt machen. Ja, okay, komm. Scheiß auf. Das ganze Gedöns. Optimus. Hallo. Hallo. Auf einmal voll laut. Muss ich Alter, machen? Wie... Ja? Ja, Alter, wie laut. Ich habe jetzt die Lautstärke runtergeregelt. Du hast dann genau aufgehört zu reden und ich dachte, ich hätte direkt auf 0 gedrückt. Na, GG. GG, sollen wir uns mal... Ich brauche eine Spitzhacke. Habe ich eine Spitzhacke? Ja. Da ist ein Team, glaube ich. Warte, ich sehe es durch deine Rüstung. Ich habe durch deine Rüstung... Oh, welche Rüstung? Ich glaube, das sind hier Grafikbugs oder so. Ja, bestimmt. Bestimmt, damit man nicht hacken kann. So. Ach, das war bestimmt wieder hier. Ach! Was? Das sind doch diese komischen Anti-Hacker-Dinger. Hier ist Eisen. Ja, das musst du machen. Du musst mit F5 rumlaufen. Die siehst du dann manchmal. Ja, du musst auch manchmal, wenn du runterguckst und dann ganz schnell nach oben, siehst du ja auch manchmal... Alter, das war wahrscheinlich auch der Name, den ich eben gesehen habe. Weißt du, das ist immer nur für so eine Millisekunde, aber meine Adleraugen, die sehen direkt, oh, da war was. Und ja. Dann sucht man immer schön noch den Gegner. Die Gegner. So, richtig ungewohnt, mir mit Skype aufzunehmen, das ist echt krass. Richtig krank. Haben wir eigentlich in unserem Leben schon mal geskypt? Ich glaube ja. Mit hier den anderen Kumpels da. Ach so, stimmt. Naja, das kann gut sein. Weil ihr müsst wissen, ich hab Freunde. Ich auch. Voll die fette Lüge, ey. Alter, belügt er seine Community. Ja. Auch richtig dreist. Soll ich dir schon mal das Eisen hochgeben? Dann kannst du schon mal schmelzen. Nee, wir kommen hier weiter runter auf Höhe 0. Okay. 7 meine ich. Welche Höhe sind wir jetzt? 14. Du bist auf 13, jetzt bist du auf 12. Und jetzt? Weil wir haben
Jedes Fleisch 7 Stück. Krass, ne? Ja. So, oh. Orange ist ausgeschieden. Willst du die Kohle weiter abbauen? Alter, wir gewinnen das easy, ne? Ist ja schon bewusst. Er ist nur noch ein Typ, der wischt nur. Aber ich will trotzdem ein bisschen Eisenrüstung vor Number Safety und so. Ja, okay. Der wird sowieso sterben. Ich sehe schon kommen, weißt du. Einfach so Border zerfickt ihn richtig hart. Oder durch einen Creeper, wie die meisten immer. Oder durch irgendeinen Zombie. Weißt du, ich finde es richtig lächerlich, dass es Leute... Ich glaube, wir sind doch ein bisschen weiter unten. Hä? Hier ist Bedrock, oder? Auf der Höhe hier musst du graben. Hier. Okay, mach mal. Warte, ich hol die Kohle noch. Ich soll übrigens schöne Grüße von meiner Mutter bestellen. Wegen dem Video. Echt? Ah ja, stimmt. Deine Mutter hat ja mein Video geguckt. Deine Mutter guckt all meine Videos, oder? Ja. Das finde ich richtig geil. Also deine Mutter finde ich richtig geil. Was hat er das gerade wirklich gesagt? Okay, werde ich meine Mutter auch mal sagen. Alles klar. So. Hier oben habe ich zwei Öfen aufgestellt. Da kannst... Oder einen Ofen. Warte, ich mache nochmal einen zweiten. Da kannst du dann Essen und Eisen und so reinstopfen. Ja, Essen habe ich alles in den Ofen getan. Du hast wieder alles an Essen, oder? Ja, soll ich was wieder abgeben? Am besten die Hälfte oder so, dass wir mal gleichberechtigt sind. Nur weil es deine Aufnahme ist. Ja, so. Gut, dann greifen wir jetzt mal ein bisschen nach Eisen und Dias und machen uns Full Iron. Eventuell hast du Dias? Hast du noch ein Dias? Ich mache keine Songs, ja. Nicht so wie... Bitte. Waffeleisen. Boah, der beste Song, den ich je produziert habe, ohne Witz. Du musst mal wirklich so ein Album rausbringen mit all den Songs, die du bis jetzt... Ja, die Musik gehört ja nicht mehr. Oh, Mann. Hatten auch einige Leute schon einfach so gesagt, so, ja, ich habe hier deinen Waffeleisen-Song benutzt. Und, ja. Darf ich das? Also von mir aus ist das ja kein Problem, aber Strike kommt halt nicht von mir, ne? Mediakraft macht das. Ich war ja auch mal kurz davor, ein Netzwerk zu joinen, ne? Ich habe hier den Vertrag vor mir liegen. Nur ich kann es halt nicht wegen Kindergeld und so, ne? Und ich würde halt zu viel verdienen. YouTube Money too high. Nee, wirklich, ich habe ja noch einen Nebenjob. Ich würde zu viel im Jahr verdienen. Das ist unglaublich. Ich würde den Nebenjob einfach kündigen und sagen, fickt euch, ihr Wichser. Ich bin jetzt Internetstar. Ja, und dann vermissen mich die alten Menschen. Was machst du denn als Nebenjob? Hä? Ich bin Restaurant, also Servicekraft in einem Altenheim. Echt? Ja, ich bringe das Essen zum Tisch. Ich dachte, du wichst denen so den Arsch ab oder so. Nee. Hast du Alter, noch Holz? Soll ich mir eine richtig kranke Story erzählen? Ich hoffe, mein Chef oder so hört sich dann... Oh, bitte, bitte. So richtig kranke Storys. Wir machen manchmal Zimmerservice, ne? Hey, ich kann das sowieso erzählen, weil wir wissen ja nicht, welches Haus das ist, ne? Also welches Altenheim. Das sind... Ah, es gibt aber mehr da. Also. Ja. Was wollte ich sagen? hat meine Kollegen erzählt, weißt du, ich bin so gerne auf dem Zimmerservice, weil das einfach richtig Fun macht da. Hatte meine Kollegen erzählt, weißt du, ich war arbeiten und sie war arbeiten, aber sie ging dann Zimmerservice, ich musste unten bleiben, im Speisesaal. Und... hatte sie erzählt, dass wohl auf der zweiten Etage jemand Durchfall hatte und der gesamte Gang einfach voller Scheiße war. Voll geil. Aber richtig. Stell dir vor, die wäre da reingetreten. Nur Rutschparty durch den Raum, ne? Das hätte ich extrem gefeiert, auf jeden Fall. Ja, so. Sagen die dann auch immer, Carsten, bringst mir mein Essen, ne? Alter, lass uns mal, ich finde richtig wenig Eisen. Mach auch noch mal hier 7, das ist so toll hier. Ja. Welches Gold? Aber ich habe keine Eisenhacke. Payne haut die Brille raus im Chat. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Mann, bitte nicht. Jetzt kann ich nur noch meine Stumpfhacke benutzen. Hey, Payne, das wird so witzig, dass du das alles schneiden musst. Ja, ich weiß. Da freust du dich, ne? Ja, es ist wirklich so, dass ich mal nicht der Räudige bin, der die ganze Zeit da diesen drehenden Bildschirm einbauen muss. Ja, weißt du, bei der nächsten Aufnahme, ne? Bei der nächsten Aufnahme. Da wirst du richtig leiden.
Spawn, Fragezeichen. Lass mal schnell Eisenrüste machen mit dem, was wir haben, und Eisenschwerter. Erstmal Eisenschwerter. Und dann Druck geben auf den Bastard und den einfach verdichten. So. Ich habe uns schon mal Eisenschwerter gemacht. Ah, perfekt. Ich habe noch ein bisschen. Ah, neun Eisen ist nicht viel, aber immerhin. Okay. Lass uns wenigstens Brustplatten. Brustplatten und Schuhe. So viel haben wir nicht. Doch, ich hab noch. Alter, guck mal. Dieses Anti-Cheat, ne? Das ist unglaublich. Ja. So, hier ist noch Eisen, perfekt. Also ich habe jetzt noch 12. Gib mir alles. Okay. Dann teile ich das nämlich auf mit meinen Mathe-Skills. Alles klar. Mit Rechtsklick macht man das übrigens. 31 geteilt. 31, das macht 15. Okay. Er fragt, ob wir fair kämpfen. Schreibt nein. Was heißt denn fair? Weißt du, die schreiben immer fair und es hat einfach unterschiedliche Bedeutungen immer. Warte, ich nehme Schneebälle und mach dann richtig PvP-Kombo mit Schneeball und so. Als ob. Doch, mache ich einfach so. So, just for fun. Ja. So, hier hast du auch noch Schuhe. Gunpowder brauche ich nicht. Schwarze Wolle brauche ich auch nicht. Dann willst du ein Feuerzeug? Wie viel haben wir noch an Eisen? Wir könnten einen Wassereimer noch machen. Ich mache mir eventuell Lava-Eimer. Eins versus eins. Er hat nur volle Lederrüstung, den klatschen wir einfach. Wir sagen 1 gegen 1 und klatschen ihn dann zu zweit weg, okay? Das ist richtig asozial. Okay, okay. Hast du schon einen Bogen? Ja, habe ich. Gut, dann mache ich dir noch ein paar Pfeile. Hast du noch Federn? Ja, 22 Stück. Ja, ich habe noch Flint, ne? Ja, ich gebe mal an den Flint. Bitteschön. So. Willst du ein Feuerzeug? Ja, mach mal eins. Ja, hier hast du ein Eisen. Hast du noch einen String? Nee. So, dann mache ich mir nämlich. Wie mache ich das? So. So. Dann mache ich mir nämlich einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Und dann machen wir uns jetzt einfach auf den Weg, okay? Komm, wir gehen hoch. Alles klar. Komm, lass uns. Du hattest mir Feuerzeug gegeben, warte. Hattest du? Ich hatte dir ein Eisen gegeben fürs Feuerzeug. Achso, ja, ich habe jetzt hier auch noch einen Flint. Passt. Perfekt. Gut, ich komme hoch. Alles klar. Gut. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Weißt du, er ist alleine und chillt jetzt die ganze Zeit in der Mitte. Der hat den Boden gewischt. Ja. In Gang 4, da wo der Typ hingeschissen hat. Ach, wie gut. Alter, dieser Weg hier hoch ist richtig der Räudenweg. Hast du es noch zugebaut? Ich habe keine Hacke mehr. Freiheit. Nein! Jetzt kann ich mir auch einen Bogen machen. Okay, komm hier. Geil, Pferde. Ich kann mir übrigens noch Lederrüstung. Nee, kann ich nicht. Okay, warte. Ich kann ein Lederschwert machen. Oh nein, hier ist die Border. Nein! Nee, Mitte ist euch in die Richtung hier. Ja, warte, ich hab E-Cords. Ich hab Mastiden. So. Distanz Mitte 200 Blöcke. Achso, man kann. Hey lol. Achso, jetzt kann man mit so einem Scheiß dann arbeiten, alles klar. Hat er sich noch die Cords aufgeschrieben, war aber eigentlich voll useless. Ja, super, ne? Alter. So, jetzt machen wir eins versus eins, okay? Ach, wir waren ja auch im Schneebiom gestartet, oder? Ja, wir waren auch im Schneebiom gestartet, ja. Ja, komm, lass mal Schneebälle farmen. So ein bisschen. So nebenbei. Lass mal nicht. Lass mal hier Kürbisköpfe aufsetzen. Komm, nee, damit ist die Sicht zu kacke. Nein, wir machen. Hier, komm. Ja, hier vorne ist auch noch.
Alles klar. Kürbis. Komm, wir machen jetzt hier die richtige Combo-Action. Okay, das ist dann fair, weil unsere Sicht eingeschränkt ist. Warte, da hinten ist noch Lava. Die will ich haben. Okay. So, das kommt dahin. Spitzhacke kommt immer auf Slot. Auf gar keinen Slot momentan. Lava kommt auf F. Und Wasser immer auf V. Auch richtig hier die Tasten. Ja, ja, ist alles. Wie nennt man das? Hotkey. Ja, ich weiß, dass das Hotkey heißt, aber wie nennt. Das bist du nicht! Hier ist der! Wer wo? Komm bitte! Easy! Oh Mann! Hätte ich jetzt mal aufgenommen. Ja. Auf einmal war der hinter mir. Finde ich nett. Ja, super, ne? Geile Aufnahme. Richtig geil. Dann war es auf jeden Fall mit dieser Aufnahme. Wir danken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Willst du nicht noch irgendwie so sehen? Willst du nicht irgendwie so noch so einen Lacher machen für einen Dreher? Ah. Und das bekommt jetzt aber nur so eine Umdrehung, ne? Gut. Dann war es das auf mit dieser Episode. Wir danken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Schaut bei Gimli vorbei. Er hat mir. Ja. Sag ich das jetzt? Ja, was habe ich dir? Nichts. Wir haben Rocket League gespielt. Ja, und du hast mich, nicht verlinkt. Ich hab jetzt was? Und ich überlege, ob ich dich dann auch nicht verlinke. Ey, du Rollenboy, das Video ist besser als Rocket League. Hä? er hat zugegeben, mein Video ist besser als sein Video. Warte, ich ändere das jetzt live in der Aufnahme und verlinke dich jetzt, okay? Alles klar. Bitte gut. Lass noch so lange auf meinen Kanal. Oh, noch, warte, ich muss mir vorher noch mal ganz genau angucken, ob du wirklich dabei bist. Mit http://youtube. Oh, verschrieben. youtube.com/vpainvlp. Bist du noch da? Ja. Gut. Das Ganze werde ich jetzt erstmal überprüfen, nein. Gespannt. Doch, du musst jetzt Bildschirmübertragung machen. Nein. Mach einen Screenshot und schneid den noch mit rein. Hast du nein. Sowieso viel zu tun. Nein, ich stand nicht raus. Gut, dann war es mit dieser Episode Welt. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen und sagen tschö, bis dann und man sieht sich. Tschüss! Jetzt darfst du nochmal drehen.